Rationsausgabezentrum. In Boston standen wir ewig an. Und es war scheiße. Ich würde irre werden. Manche wurden es. Diese Buntglasfenster an. Die sind ziemlich selten. Treibstoffausgabe. Na bitte. Hedra hat das hier mehr als gesichert. In Boston war immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. Durch? Okay, ich halte das. Shit, jetzt hier. Pass auf. Schnell und leise. Thank you.
Ich kapier's nicht. Wenn hier noch Leute wären, hätten sie doch alles gesäubert. Vielleicht haben sie es nicht geschafft. Vielleicht. Suchen wir das Benzin. Eine Synagoge. Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst nach dem Ausbruch? Das. Und die Inquisition. Und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Hier ist Benzin. Ich muss nur hinkommen. Na dann mal los. Ach, Gott verdammt. Hey, also bitte. Das ist dein Haus Gottes. Er ist leer. Wie blöd. Was jetzt? Versuchen wir unser Glück im Gerichtsparkhaus. Verschwinden wir hier. Betest du noch? Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. War noch bei Joes Grab. Und manchmal bete ich nur so für mich. Hilft es dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Geh entlang. Bin direkt hinter dir. Was ist das? Das ist
ist die Tora. Die was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Hey, was machst du da? Wetten, dass ich damit auf den anderen Balkon komme? Okay. Ellie, Vorsicht. Das ist okay. Es hält. Nichts dabei. Komm schon, Dina. Gut. Ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht. Okay, streich die Kuppel von der Liste. Finden wir das Gerichtsgebäude. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Krass. Zumindest ist das hier friedlich. Es ist seltsam, in einer QZ keine Trucks zu hören. Oder Schüsse und Explosionen. Meine Schwester hat sie immer gemieden. Vermutlich deshalb. Sie wurde einfach immer paranoider. Hey, Musikladen Valiant. Wollen wir Vorräte suchen? Was sagtest du eben? Ja. Also jedenfalls, manchmal ist sie mitten in der Nacht schreiend aufgewacht. Das ist hart. Wir hatten immer eine gepackte Tasche, falls was passieren sollte. Wir waren nirgendwo länger als ein paar Wochen. Scheiße.
Das muss das Gerichtsparkhaus sein. Ach, kann auch klappen. Suchen wir weiter. Ich höre nichts weiter. Suchen wir das Benzin. Ja. Sie ist wohl wahrgeschworener zu sein. Bestimmt cool. Du setzt dich hin, ziehst dir Beweise an, versuchst rauszufinden, ob einer lügt. Gib mir nur 5 Minuten und mein Messer. Ich sag dir, ob jemand lügt oder nicht. Oh, wow. Okay. Hey, hilf mir mal. Komme. Warst du schon mal in einem Gericht? Nein. Willst du mir erzählen, dass du in Boston nie Ärger hattest? Oh, ich hatte Ärger. Aber ich bin nie vor Gericht gelandet.
was echt Übles passiert. Ihr wart selbst schuld, nehme ich an. Fedra-Soldaten. Seh dir die Wand an. Sie wurden exekutiert. Scheiße. Sie wurden nicht nur exekutiert. Sie wurden zerfetzt. Vielleicht waren Kugeln noch nicht knapp. Vielleicht hatten sie es verdient. Vielleicht. Was ist das? Na, eine To-Do-Liste. Das könnte nützlich sein. Steht da. Der Typ war ein Fedra-Kommandant oder so. Sie waren der WLF unterlegen und wollten fliehen. Wie groß ist diese Gruppe, wenn sie die Armee schlagen? Man braucht nicht viele, wenn man so brutal ist. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen nicht überschätzen. Okay, Jesse. Das Parkhaus. Das Benzin ist da drin, oder? So stand es auf dem Zettel. Dann lass uns da runtergehen. Vorsichtig. Shit!
Ich glaube, das war's jetzt. Die Fedra-Typen sind nur aus dem Parkhaus rausgekommen. Verdammt. Suchen wir das Benzin. Und, warte, wir haben Benzin. Das Blatt wendet sich. Beschrei's bloß nicht. Das Fuck-Fedra-Tor wartet auf uns. Hier nicht wieder raus. Ich komme. Komm schon! Okay, lass uns. Gut gemacht, Babe. Danke. Okay, Tor. Könnte noch dauern, bis wir Abby und ihre Freunde finden. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Gute Idee.